Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Die Kanzlerin ganz privat. Warum Frühstück schaffe ich ja nicht mehr? Du, hast du mitbekommen? Die Annalena Bockbier von den Grünen. Also die möchte, wenn sie Kanzlerin wird, die Billigflieger stoppen. Was? Wow. Frag mich, wie sie das anstellen will. Die ist ja doch recht klein und schmächtig. Und man darf ja auch nicht einfach so aufs Rollfeld, nicht? Ach, und ist das nicht schön, dass die Inzidenzwerte jetzt so sinken? Zum 5. Mal unter 100. Nur Karl Lauterbach ist ein bisschen traurig. Er sucht schon fleißig nach dem Haar in der Suppe. Komisch, dass er gar nicht vor einer 4. Welle warnt. Ach, und geimpft wird künftig morgens, mittags, abends und nach dem Essen. Haben die Impfstoffhersteller beschlossen. Das hält nicht nur den Körper gesund, sondern auch die Rendite der Pharmaunternehmen. Oh, ja, ich komme ja. Durch was ist ja auch nicht mein Joachim. Ach, und wenn Karl Lauterbach anruft, dann munter ihn mal ein bisschen auf. In England haben sie ja jetzt die indische Variante. Schätze, das baut ihn ein bisschen auf. Moin, Pofalla. Guten Morgen, Schönste. Ich bin jetzt doppelt geimpft. Mit welchen Öffnungen darf ich rechnen? Du darfst deiner Katze wieder ohne Handschuh die Dose öffnen. Zu gütig. Aber kann ich denn jetzt auch wieder reisen? Zum Beispiel in ihren Allerwertesten. Ach, der war ja die ganze Zeit offen. Au. Unter der Gürtellinie. Sorry, ist mir so rausgeflutscht. Aua. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.